zwei Räume, die wir dann... das heißt mehr Try and Error. Try and Error ist eigentlich nicht so geil, muss ich fairerweise mal so sagen. Okay, keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Man kann also irgendwie diesen Schub auch abpressen. Wenn ich das mal effektiv für mich nutzen könnte, wäre das echt nicht schlecht. Guck das schon wieder. Da bin ich gerade durch die weiße Kugel durchgegangen. Warum auch immer. Ach Gott, ich bin ja immer viel zu früh. Viel zu hastig unterwegs. Ja, okay, aber da vorne ist auf jeden Fall auch wieder ein Save Point. Das heißt, den Sprung da hoch in den dritten Screen kann man auch mehrfach machen. Jetzt sich das dann erstmal angucken. Bevor man... Ja. Ach komm, Doppelsprung, wo bist du? Erklär's mir, oh mein Gott. Ach. Da hat die weiße Kugel mich jetzt gekillt. Sinnfrei, sinnfrei. Ich kann mir kaum vorstellen, dass manche weiße Kugeln böse und manche gut sind. Warum ist der immer beim ersten Mal? Warum funktioniert der beim ersten Mal immer nicht? Muss ich das nachvollziehen? Nein? Gut. Ich tue es nämlich auch nicht. So. Das war... Okay. So. Das ist die Seite. Was muss ich dann machen? Dann muss ich da hoch. Okay, das sieht aber auch safe aus hier. Ja. Dann muss ich rüber. Ja. Das habe ich mich angeguckt. Oh, leck mich am Arsch. Und nochmal das von vorne. Ich meine, so im Endeffekt ist die Idee halt dann doch ganz cool, ne? Muss man fairerweise sagen. Oh, halt, stopp. Die Idee ist echt ganz cool. Warum? Jetzt hat das instant funktioniert. Das ist leider Gottes ein bisschen problematisch. Ich weiß nämlich nicht ganz genau, wann der mich dick nach oben schießt und wann das lässt. Wobei ich eine Theorie habe, muss man. Ja, okay, ich habe. Meine Theorie wurde gerade bestätigt. Mit einmal Sprungtaste drücken kann man das abbrechen. Also kann man den Schub abbrechen. Ähnlich wie wenn man nach rechts geschoben wird, dass man, wenn man nach rechts drückt, ist das abgebrochen wird. Da könnte man bestimmt auch ziemlich sicke Scheiße mitmachen. Theoretisch. Oh mein Gott. Also dieses Netz hier ist schon echt übel. Ich mach ein Hüseken. Ach komm schon! Was ein Joke einfach manchmal. Das Ding ist halt wieder, ne, ich kriege hier gerade so einen langsam und sicher kriege ich einen Kollaps von diesen Blitzdingern die ganze Zeit. Die einfach genau zwei Frames haben. So gefühlt. Oder lass es drei sein. Aber wenn es drei sind, ist es schon viel. Bewegst dich halt die ganze Zeit dadurch, ne? Das ist halt echt nicht so geil. Ach, fuck doch auf, ey! Oh mein Gott! Ich stoppe noch ein paar Mal. Ist das nervenraubend? Okay. Ja, ich mach das jetzt hier auch immer.
direkt in dem Wissen, wie ich es abbrechen kann. Boah, ja. Das hört nicht mehr auf, ne? Okay, da gehen. So, war nicht sicher, ob das so ein Ding ist, wo ich mich einfach nur treiben lassen kann. Oh. Ich musste was machen. Ich war gerade ein bisschen perplex. Cool. Das war cool. Ich musste also, ne? Musste nichts machen. Außer an der einen Stelle. Das ist auch gemein gewesen jetzt am Ende nochmal. Und wenn ich mich recht, wenn ich das recht verstehe, ist es da oben mein. Wow. Ja, okay. Ja, what the fuck? Einfach nur. Ich muss da hoch. Lass mich durch, ich bin Arzt. Jetzt. Ja, what the fuck? Und geht das echt zum Einfacher? Nee. What the motherfucking shit? What's going on? Ist ein Joke, ne? What the fuck? Ja, die schwerste Stelle im ganzen Spiel. Da hochkommen! What? Wow. Nur nochmal links rum. Ja, kann ich denn ernst sein? Kid will das nicht einsammeln. Mama, der Kid ist gemein zu mir. Geht das? Das wird bestimmt gehen. Glaube ich mal fest dran, dass das geht. Gut, dass oben ein Speicherpunkt ist. Stell euch mal vor, der einzige Speicherpunkt. Oh mein Gott, dankeschön. Wäre der hier unten gewesen. Ja, das war ein überzeugender Boss halt, ne? Haben wir alle gesehen. Okay, die prallen hinten ab. Cool. Kann ich ihn abschießen? Mhm. Ich muss wahrscheinlich das Ding nicht treffen. Erklär mir kurz, was ich dagegen hätte tun sollen. Alter, der Bossfight sieht super cool aus und so, aber... Ach, ich muss schnell nach vorne. Ich hab's gesehen. Hab's gesehen, aber hab nicht schnell genug geschaltet. Ach, pff, lächerlich. Ja. Ist nicht einfach. Ist... Okay. Es ist schwerer als es aussieht. Cool, das Umbreiter kann man. Ach, boah. Ich bin der kleine Kid, lass doch mal in die Scheiße reinjumpen, ja? Ja, Mama, machst du das mit mir? Ein Ründchen in die Scheiße reinjumpen? Alter, ey. Mama Kid ist wahrscheinlich frohen Herzens vorgejumpt oder so. Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht auf Hirn stellen? Nein. Okay, das ist ganz beschissen. Die da anstelle ist ganz doof. Er dreht sich um. Muss man wissen. Das ist super. Wenn man da reinkommt und einfach mal direkt stirbt, weil man in so einem Laserding dran steht. Komm, zeig mir dein geiles Hinterteil. Tja. Ah, Moment. Kann sogar. What the fuck? Wie hätte ich das dodgen sollen, wenn man fragen darf? Ich finde die Idee so, dass das in so einzelne Teile hier eingeteilt ist, eigentlich ganz cool.
Ich möchte jetzt nichts sagen, ne, aber diese Kugeln da unten kommen ziemlich passend zu diesem letzten Bumsi-Bumsi-Verschnitt. Zu dem letzten. Warte mal schnell. Zu der letzten lila Kugel. Okay. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das hätte man überleben können. Theoretisch. Hab ich aber nicht. Das ist nicht gut. War zu langsam, ne? Ich war zu langsam. Hätte schneller sein müssen. Aber so an sich, der Boss ist ganz cool. Und ich finde halt auch an sich ganz cool, dass die Bosse so zu ihrer Welt passen. Ist auch nicht selbstverständlich unbedingt. Sollte man zwar eigentlich meinen, aber ist es nicht. Komm, spring doch mal für mich, dummes Stück Code, ey. Das Coole ist halt, dass man hier eben wirklich schon ein Drittel vom... Wow, okay. Na, ist doch gut. Ne? Doch, ich... Aber ein Drittel vom Leben abziehen kann. Schon so direkt mal mit dem ersten Angriff geschmeidig. Ich drehe mich langsam um. Nicht gut. Schon wieder nicht gut. Ja, mit dem Angriff da oben, da bin ich noch nicht so ganz konfirm mit. Bin ich noch nicht so ganz firm mit. Den Kommunion ist recht nicht. Ach Mann, oh, dann macht er wieder einen großen. Ja, boah, ja. Macht er wieder einen großen Jump. Der Spawnpunkt in diesem Bossfight ist übrigens nicht gerade optimal. Ah! So kann man halt auch Tode sammeln, weißt du? Ja. Mhm. Ah, komm, zeig mir deinen geilen Rücken, Baby. Ach, das ist halt echt, ne? Das ist ja die Dingsies. Die Todesanzahl ist ja jetzt schon wieder verfälscht einfach. Und weil ich einfach jetzt schon wieder gestorben bin dadurch. Ach, dass ich einfach in den Bossfight gespawnt werde. Oh mein Gott. Und dann einfach sterbe. Keine Ahnung. Dann, ja, genau. Weil der irgendwie zu nah an dem Blitzding dran ist oder was, ich weiß es nicht. Ja. Tell me more, please. Alles scheiße hier. Oh. Bitter. Ich würde halt gerne Fortschritt machen, aber dieser eine Angriff da oben, der zankt mich gerade so ein bisschen. Kann man nicht anders sagen. Oh mein Gott, ich bin schon wieder verpeilt. Das habe ich jetzt gerade auch nicht ganz verstanden. Ich meine, er hat mir den Rücken zugekehrt. Aber. Okay. Hätte ich ihm da Schaden? Also